Hallo, heute probiere ich mal ein ganz anderes Format aus. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist ganz interessant, mal zu zeigen, was es alles im Baumarkt gibt. Es gibt im Baumarkt so viele tolle Materialien, die man für die Kunst verwenden kann. Und da wollte ich einfach euch mal mitnehmen in den Baumarkt und dann gucken wir mal, was es da gibt. Also hier sind jetzt die ganzen Zemente, Haftputzgips, Maurermörtel, Betonestrich. Aber die mache ich nächstes Mal. Ich habe mich jetzt für ein Mehl entschieden, und zwar für ein Urgesteinsmehl. Und das suche ich jetzt mal. Das habe ich eben im Baumarkt besorgt und werde es heute verwenden. Also ganz normal ein Borstenpinsel, Größe 50, Zahnspachtel. Und ein großer Spachtel, so groß wie ein Rakel. Und außerdem haben wir das Urgesteinsmehl. Urgesteinsmehl ist ja eigentlich für den Garten gedacht. Also damit macht man zum Beispiel saure Böden basisch. Also für Tomaten oder Gemüse ist das geeignet. Aber wir nehmen das jetzt heute für die Kunst. Und das macht ganz besondere Rissbildungen. Ihr könnt es hier sehen. Also wenn man es dick aufträgt, entstehen große Risse, richtige Schollen. Und die Zwischenräume werden wieder sichtbar, deswegen ist es interessant, unten drunter eine Farbe zu haben. Und wenn man es dünn aufträgt, entstehen kleine Risse. Das sieht so aus. Das muss Mehl sein und kein Granulat. Nach diesem Rezept arbeite ich. Zwei Teile von dem Mehl und ein Teil Binder mit etwas Wasser ergibt eine Rissbildung. Allerdings muss man eine Schichtdicke von 2 bis 3 mm haben. Wenn es zu dünn ist, funktioniert das nicht mehr. Also bevor ich mit so einer großen Leinwand beginne, mache ich immer erstmal Skizzen und auch Farbproben, damit ich schon mal ungefähr weiß, wohin es geht, damit ich nicht die ganze Entwicklung auf der Leinwand machen muss, sondern schon mal weiß, auf welchen Stellen ich ungefähr was anlegen möchte. Vieles entwickelt sich dann natürlich im Arbeitsprozess, aber für mich sind die Skizzen sehr hilfreich. Jetzt mache ich noch eine ganz kleine Farbprobe dazu, wie ich mir das Ganze vorstelle. Meine Hauptfarbe soll heute ein Olivgrün sein, ein helles Olivgrün. So, ich mische jetzt Sand mit Binder. Das ist Sand auch aus dem Baumarkt. Der hat eine Körnung von 0,2 bis 0,8. Ich nehme meistens den Guardi-Binder. Das ist ja eine Acrylemulsion, aber da gibt es verschiedene Hersteller. Und da muss man einfach ausprobieren, was gut geht. Manche machen mehr, manche etwas weniger Rissbildung. Also der Guardi funktioniert toll dafür. Da habe ich jetzt kein spezielles Rezept, das mische ich mir einfach so zusammen und dann noch einen kleinen Schuss Wasser. Und da kann auch schon ein bisschen Farbe mit rein. Dann nehme ich jetzt mal dieses Gelb. Der erste Schritt ist, dass die Leinwand mit Sand belegt wird. Und der Sand wird mit Binder vermengt und da aufgetragen, sodass eine ganz raue Untergrundschicht entsteht. Das Mehl, das muss sich sehr gut vernetzen und festhalten können. Und das kann es nicht auf einer glatten Leinwand, sonst bricht es ganz schnell wieder ab. So, und jetzt mache ich mir noch mal einen anderen Farbton rein und noch mal ein bisschen mehr Binder. Ich merke aber immer wieder, dass ich so eine bestimmte Farbpalette habe, die sich wiederfindet. Das hat wohl jeder, das sind bestimmte Farben, die man besonders mag und die dann immer wieder auftauchen. Jetzt mische ich das Urgesteinsmehl und den Binder zusammen. Aber das mache ich auch nur Pi mal Daumen, das wiege ich nicht ab. Dann kommt ein Schuss Wasser dazu und auch schon ein bisschen Farbe. So, und jetzt nehme ich gleich den Rakel. Ich habe
festgestellt, dass bei diesen Bildern das sehr schön ist, wenn man fast senkrecht und waagerecht arbeitet, mit vielleicht kleinen Ausnahmen, wo mal eine kleine Schräge drin ist. Aber diese Massen, die sind so intensiv, dass weiche Formen da nicht ganz so gut passen. So, jetzt sind alle Massen drauf. Jetzt muss das erstmal alles super gut durchtrocknen. Da entstehen eben diese ganzen Risse, die ich vorhin gezeigt habe. Da, wo es dick ist, entstehen große, richtige, fette Placken. Und da, wo wenig aufgetragen ist, kleine Risse. So, während das Bild jetzt zum zweiten Mal trocknet, machen wir eine kleine Essenspause. So, Essenspause ist vorbei. Wir haben noch ein bisschen nachgefüllt, das war aber schon fast trocken. Und jetzt kommt der Feinschliff. Ich liebe es auch, Laufnasen entstehen zu lassen und Spritzer zu setzen und immer wieder zu überarbeiten mit verschiedensten Lasuren, damit eben verschiedenste Schichten entstehen. Das ist jetzt das Bild, wo der meiste Teil hier mit Urgesteinsmehl gemacht wurde. Wenn man das noch nie gemacht hat, wäre es gut, den Umgang mit den Materialien mal auf einer kleinen Leinwand zu üben. Und dann trau dich an eine große Leinwand. Das macht wirklich super Spaß. Also es kann durchaus sein, dass ich demnächst nochmal in den Baumarkt gehe und dann vielleicht Gips hole oder ein Zement. Oder ich liebe es auch mit, wie heißt das Zeug, Bitumen zu arbeiten. Das stinkt zwar extrem, aber das macht irrsinnig tolle schwarze Linien, weil das so zäh ist wie Honig und man das so tropfen lassen kann. Also da könnte ich auch gerne noch mal was zeigen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder lasst mir ein Like da. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die immer, wenn ich kann. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ciao!